Blitzschnell steht die ganze Scheune in Brand. Der Bauernhof in Meppen im Emsland ist nicht mehr zu retten. Die alarmierten Einsatzkräfte, die sehen bereits auf der Anfahrt auf das Gebäude die Flammen aus dem Dach schlagen. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Trockenes Gebälk und das Reetdach brennen wie Zunder. Über 10 Meter hoch schlagen die Flammen in den Nachthimmel. Als die Feuerwehr eintrifft, brennt die Scheune auf dem Bauernhof im niedersächsischen Meppen bereits lichterloh. Ein Ablöschen war also nicht so ohne weiteres möglich. Auch ein Innenangriff war nicht mehr möglich, da die Dachteile schon nach innen gestürzt waren. Somit war ein vollständiger Abbrand des Gebäudes hier nicht mehr zu verhindern. 8 Ortsfeuerwehren aus der Umgebung sind angerückt. Insgesamt 110 Einsatzkräfte bekämpfen den Brand. Trotz des massiven Löscheinsatzes können die Feuerwehrleute ein Übergreifen auf das Wohnhaus nicht verhindern. Ein Problem ist, ausreichend Wasser an die Einsatzstelle zu bekommen. Daher setzt die Feuerwehr auch Tanklöschfahrzeuge ein. Aufgrund der kleinen Hydranten hier im Bereich wurde von jedem der eben genannten Hydranten nur eine Löschwasserleitung gelegt. Mehr war nicht drin. Deswegen müssen die anderen Tanklöschfahrzeuge dieser umliegenden Feuerwehren im Pendelverkehr in die Dorfmitte fahren, um dort immer an der Hauptleitung Wasser zu tanken. Das Wohnhaus wurde erst vor kurzem komplett renoviert, war aber unbewohnt. Die Löscharbeiten dauern bis in die Morgenstunden. Der Bauernhof wird komplett vom Feuer zerstört. Ein Totalschaden, wie hoch, ist noch ungewiss. Unklar zur Stunde ist auch, was die Ursache für das verheerende Feuer war.